Mensch. Super, noch nichts gemacht und es wird schon applaudiert. Ich bin begeistert. Ja, herzlich willkommen mein Track, so direkt nach der Keynote. Ich hoffe, jeder ist noch fit und frisch dabei. Und dann fangen wir nämlich mal an mit Azure File Sync heute. So, jetzt frage ich natürlich erstmal die Frage, wer hat denn File Server im Unternehmen? Dann seid ihr schon mal alle richtig, super. So, jetzt die nächste Frage, hat das schon mal jemand gehört? Okay, zwei, drei, ja, recht wenig. Okay, dann gucken wir mal, dass wir euch da abholen. Überall. Fragen würde ich sagen, einfach rein. Wir versuchen die zu klären, was ich nicht direkt beantworten kann, machen wir danach und dann kriegen wir das, glaube ich, sauber hin. Ich glaube, die Zeit ist etwas kurz für alle Sachen, aber Slide Deck gibt es auf jeden Fall danach auch, dass ihr da nochmal alle Informationen habt und genau, Demo gibt es auf jeden Fall auch. Dann fangen wir mal an. Erstmal zu mir. Genau, Gregor Reimling, arbeite bei der Sepago in Köln als Cloud-Architekt für Azure im Prinzip. Hab vor anderthalb Jahren noch ein Meetup gegründet, das Azure Bonn Meetup. Die einen oder anderen kennen es vielleicht auch schon aus Twitter. Genau, blogge regelmäßig unter Reimling und habe so einen ganz, der ist wirklich ganz betagt. Aber hin und wieder, wenn wir mal weiter wegkommen, das kommt letzter Zeit relativ selten vor, aber so, dann habe ich mir das Postkartenschreiben eingestellt bei meiner Familie und habe gesagt, guck doch einfach auf dem Blog, da wisst ihr genau, wo ich bin oder wo wir sind und da gibt es dann die Fotos und all sowas. Also falls mal jemand heute Abend mal eine kleine Pause braucht, mal ein bisschen gucken möchte, wie es in Neuseeland aussieht oder so, dann kann ich euch Neutralien empfehlen. Aber das nur nebenbei. Genau. Erreichen tut er mich am besten eigentlich über Twitter oder halt via E-Mail. Schreibt mir einfach auch im Nachgang, falls noch irgendwelche Fragen sind oder wie auch immer. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich den einen oder anderen vielleicht beim Azure Bonn Meetup auch mal begrüßen darf. Genau. So, dann kommen wir schon zur Agenda. Ich würde euch jetzt erstmal Azure File Sync vorstellen, dann so ein bisschen darauf eingehen, was sind die Funktionen, was für Limitierungen gibt es derzeit noch und genau, was ist eigentlich so das Kernfeature, wie kann ich mein Backup-Szenario eventuell auch darüber abbilden und dann gehe ich noch in so eine Demo, auf jeden Fall eigentlich zweiteilig und dann auf jeden Fall noch ein Fazit, damit ihr so ein bisschen, ja, wisst, wie es einfach geht und genau, was ich sinnvoll erachte, was vielleicht noch gerade fehlt und was auch in der Zukunft noch auf der Agenda steht. Genau, fangen wir nochmal an. Azure File Sync. Ich werde häufiger die Abkürzung AFS benutzen. Das ist so die typische Abkürzung, die sich so in diesem Workaround oder in diesem globalen Azure-Bereich da jetzt für etabliert hat. Im Prinzip ist es eigentlich nichts anderes wie eine Synchronisierung von File-Servern über Unternehmensgrenzen hinweg. Das heißt also, ich kann einen File-Server in A stehen haben, einen File-Server irgendwo in Hamburg, in Köln, in München, wie auch immer. Und ich kann die alle in einer Gruppe zusammenschalten. Und dann werden die Dateien und Ordner und Verzeichnisrechte darüber dann synchronisiert und das Ganze läuft dann über den zentralen Punkt, über einen File-Share in Azure. Das ist im Prinzip die ganze Funktionalität, die dahinter liegt. Im Prinzip ist es eine agentenbasierte Funktionalität, die einfach dafür sorgt, dass ich mir einen Agenten auf dem File-Server installiere und dann meine Dateien, meine Ordner, wie auch immer, meinen kompletten File-Share halt einmal nach Azure hochlade im Prinzip und der Agent einfach guckt, dass die Dateien überall gleich sind. Das ist so im Kern erstmal das Wesentliche, was Azure File Sync ausmacht. Genau. Es ist mindestens Windows Server 2012 R2 verfügbar oder notwendig und es muss auf jeden Fall eine GUI-Installation sein, also kein Core, kein Nano, wie auch immer, sondern auf jeden Fall eine vollständige Installation. Ich glaube, bei den File-Servern ist das im Regelfall meistens der Fall. Oder hat jemand File-Server eventuell sogar auf Core-Basis im Einsatz? Ah. Exot. Nein, Quatsch. Okay, passt. Und noch jemand sonst? Nee, okay. Genau. So Limitierung, ein großes Limitierung, finde ich, ist derzeit noch, dass das File-Share ist ja am Storage-Account im Azure gebunden, da gehe ich später drauf ein. Das ist limitiert auf 5 Terabyte, maximale Größe. Das heißt also, das Limit des Verzeichnisservers oder des File-Servers und der entsprechenden Dateifreigabe auf dem Verzeichnisservers darf auch nicht größer als 5 Terabyte sein, derzeit. Es wird nur NTFS unterstützt, also kein RIFS oder wie auch immer, sondern wirklich nur rein NTFS. Keine anderen Partitionen bzw. Datenträger werden halt unterstützt, Partitionsgrößen, genau. Es gibt ein Cloud-Tiering. Cloud-Tiering heißt in dem Zusammenhang, dass Dateien, die auf den File-Servern sind, es werden ja erstmal per se alle Dateien hochgeladen und mit dem Azure File-Share verbunden und gesynkt. Dateien, die älter als, ich sag mal, ein Jahr sind oder die halt selten im Zugriff sind, die werden halt dann komplett hochgeladen. Wenn ich das Cloud-Tiering aktiviere,
werden die Dateien unten auf dem File-Server nicht gelöscht, sondern sie werden nur mit einem Link verbunden. Das heißt, auf dem File-Server sind diese nicht mehr vorhanden, sondern die haben nur einen Link auf die Originaldatei, die im Azure File-Share liegt. Das ist natürlich eine super Funktionalität, gerade wenn ich Zweigstellen habe oder ähnliches halt, wo ich eine begrenzte Kapazität habe, aber trotzdem einen Sync aller meiner File-Server im Unternehmen bewerkstelligen will, dass ich halt nur bestimmt die Dateien, die wirklich immer von den Mitarbeitern benötigt werden in den jeweiligen Zweigstellen, bleiben lokal. Der Rest liegt in Azure. Wenn Sie aber darauf zugreifen, werden natürlich die Dateien sofort im Hintergrund runtergeladen und dann dem Mitarbeiter auch zur Verfügung gestellt. Das kann nur eine gewisse Latenz halt dauern. Das hängt dann ein bisschen von der Größe ab. Genau. Es ist eine Datenduplizierung möglich. Die Datenduplizierung, die halt im Windows-Server enthalten ist, die kann ich aktivieren. Dann kann ich aber derzeit noch nicht das Cloud-Tiering aktivieren. Also dann ist halt der komplette vollständige File-Share und alle Dateien halt sowohl in Azure als auch auf dem File-Server notwendig, wenn ich halt die Datenduplizierung aktiviere. Das ist ein wichtiger Faktor. Ich hatte eben schon erwähnt, und da gehen wir später nochmal drauf ein, es läuft agentenbasiert und alle Dateien werden in den Azure File-Share hochgeladen. Die Dateien werden natürlich mit den Verzeichnisrechten synchronisiert, aber in Azure Files werden diese noch nicht unterstützt. Also ich kann noch keinen File-Share irgendwie jetzt lokal nochmal zur Verfügung stellen und habe dann die Verzeichnisrechte, die ich dann auch praktisch auf meinem File-Server selber habe. Das geht derzeit nicht, die werden synchronisiert, aber oben noch nicht verfügbar gemacht. Das kommt aber noch. Kommen wir mal nochmal zu den Voraussetzungen. Für Windows Server 2016 einfach nur eine GUI-Installation, da sind eigentlich alle notwendigen Dateien enthalten. Wenn ich einen Windows Server 2012 R2 einsetze, dann muss ich auf jeden Fall noch das PowerShell 5.1, also die Windows Media Framework, installieren, damit das halt eben aktuell ist und damit da halt PowerShell in der relativ aktuellen Version halt auf dem File-Server drauf ist oder auf dem entsprechenden Server. Es ist so, dass die Dateien über 443 verschlüsselt und auch gesynkt werden. Also es gibt keine irgendwie geartete Technologie oder Ansinn, dass man das irgendwie über die Side-to-Side-Verbindung, die vielleicht den einen oder anderen On-Prem hat, mit einer Hybridverbindung nach Azure oder so, darüber wird es nicht gemacht, sondern es wird wirklich per se über 443 angebunden. Das heißt also, der File-Server, der braucht auf jeden Fall eine Verbindung zum Internet. Das kann natürlich auch immer ein Proxy sein, aber auf jeden Fall muss der File-Server 443 irgendeine Verbindung halt zum Azure oder zum Internet haben, damit er auf die Endpunkte zugreifen kann und dann entsprechend die Synchronisierung der Dateien vornehmen kann. Das mit dem, mit den Modulen habe ich eben, mit dem PowerShell-Modul habe ich eben erwähnt. Interessanterweise ist es so, wenn ich den Agent installiere, dann installiert er das nicht nach, sondern sagt halt von wegen, es fehlt, ich muss es manuell installieren, also mache eine PowerShell im Admin-Modus auf, sagt halt Install Module Azure RM. Und dann bin ich auch fertig. Das heißt, es dauert ein bisschen. Das heißt aber auch natürlich, dass der File-Server für den Vorgang dann entsprechend auch in der Internetverbindung hat. Das kann schon eine ein oder andere Herausforderung sein. Nur mal so nebenbei aus der Preview-Phase, da war es allerdings noch ganz interessant, weil wenn man da den Agent installiert hat, bis zur Version 3.0, dann wurde im Hintergrund ein IIS vollständig installiert. Das ist weg, das gibt es nicht mehr, aber das war eine interessante Sache, weil das hat man gar nicht gesehen und danach konnte man aber seinen Dateiserver mit Localhost aufrufen und dann sagte dann der, willkommen auf dem IIS 10. Das war schon eine interessante Nummer. Aber wie gesagt, das haben sie jetzt auch gecancelt, das war nämlich der größte Kritikpunkt auch an der Preview-Phase, aber das ist, wie gesagt, Vergangenheit. Also jetzt, wenn ich den Agent installiere, kommen solche Sachen halt auch nicht. Es werden auch keine weiteren Rollen im Hintergrund installiert, es werden ein paar Funktionen vom Windows Server Feature Set aktiviert und das war es im Prinzip auch. Azure File Sync besteht im Prinzip aus 5 Komponenten. Das sind jetzt natürlich 6 aufgelistet. Zählen kriege ich noch hin, das passt so halbwegs. Der Storage Sync Server ist eigentlich der Dienst in Azure, den ich bereitstelle. Das ist an sich keine Komponente, sondern es ist einfach erstmal der Service oder der Name, der in Azure dafür bereitsteht. Ich habe eine Sync-Gruppe, eine Gruppe, in die mehrere Server enthalten sind, die dann halt eben die Dateien untereinander, die Verzeichnisse synchronisieren. Ich habe einen registrierten Server, der gehört zu dieser Sync-Gruppe, damit er weiß von wegen, ich habe eine Zuordnung, dass ein Server kann nur einer Sync-Gruppe zugeordnet sein. Das heißt, ich kann nicht irgendwelche wilden Konstrukte bauen, wie von wegen ein File-Server in der einen registrierten Gruppe, der nächste in der und der auch in der weiteren, sondern es ist eine 1-zu-1-Zuordnung. Ich kann halt nur einen Server pro Sync-Gruppe registrieren. Ich habe einen Cloud-Endpunkt. Der Cloud-Endpunkt ist im Prinzip mein Azure File-Share in Azure, wo die Dateien hochsynchronisiert werden und den Agent an sich.
Ach ja, und den Server-Endpunkt. Der Server-Endpunkt ist eigentlich nur das Verzeichnis, was ich angebe, was dann synchronisiert werden soll mit Azure Files. Fragen dazu erstmal? Okay. Dann zeige ich euch mal kurz so ein Slide. Ich hoffe, man kann das sehen. Das zeigt im Prinzip nur die Punkte, die notwendig sind, um es einzurichten. Das heißt, ich mache einen Storage-Account, das empfehle ich. Man kann natürlich einen vorhandenen nutzen. Ich würde empfehlen, einen neuen zu nutzen, damit ich eine saubere Trennung in Azure habe, damit ich weiß, was halt wo liegt und beziehungsweise auch, damit ich weiß, dieser Storage-Account ist nur für Synchronisierung von Azure File Sync vorhanden. In dem Storage-Account lege ich einen File-Share an, kein Block-Container, sondern wirklich einen File-Share. Das ist im Prinzip so die vorbereitende Maßnahme. Dann kann ich den Storage Sync Server an sich anlegen, das zeige ich auch gleich in der Demo. Dann lege ich die Gruppe entsprechend an, installiere die, wie ich schon sagte, das Azure PowerShell Modul, den Agenten, registriere den Server im Endpunkt, gebe an, welches Verzeichnis er eigentlich synchronisieren will. Und das war es im Prinzip. Danach fängt er an, genau die Sachen zu synchronisieren und dementsprechend zu zeigen, genau zwischen den einzelnen Dateiservern herzustellen. So, dann würde ich mal sagen, das war's. Und jetzt gehen wir mal in die Demo. So, ich habe da mal was vorbereitet. Wir haben wir zwei Azure File Sync Server. Die sind also erstmal nur vorbereitet, da ist noch nichts weiter. Ich habe hier ein Verzeichnis schon mal angelegt, Symlink. Das ist auch nur auf dem einen vorhanden. Also gucken wir nochmal rauf. Ist auf D, Symlink. Da gibt es hier noch einen zweiten. Da habe ich den Agent nur schon mal gestartet. Da gibt es derzeit noch nichts. So, jetzt gehen wir nochmal zurück ins Portal. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich den richtigen Tenant erwische. Das war schon mal der falsche. Genau, das Schöne war für die Präsentation, man macht ja so eine Demo. Und was macht man? Legt einen Storage-Account an. Und jeder, der so ein bisschen Azure-Kenntnis hat, gerade vom Storage-Account, der weiß, ein Storage-Account-Name muss einmalig eindeutig weltweit sein. Da war es natürlich besonders nett, dass der noch verfügbar war, oder? Das ist doch schon mal schön. Das heißt also, wenn jetzt irgendwie Teamling noch Fragen hat für einen Storage-Account oder so, ich hätte da einen. So, dann gehen wir dann rein. Das nächste ist ja der Teamling. Also einmal gibt es ja den als eindeutigen Namen, dann ist der File-Share ja auch nochmal mit einem eindeutigen Namen, der war auch noch frei. Genau, dann habe ich also einen Storage-Account, da habe ich angelegt, dann habe ich den File-Share angelegt mit auch dem eindeutigen Namen. Also demomäßig passt das super, ich kann die vielleicht nochmal wiederverwenden. Genau, und dann sieht man auch, hier ist erstmal nichts drin, soweit. Genau, das war es im Prinzip. Das sind die vorbereitenden Maßnahmen, die haben eigentlich noch keine Auswirkungen mit dem Azure File Sync. Die sind aber wichtig, weil das zeige ich euch gleich. Wenn ich jetzt nämlich sage, ich gehe hier drauf. So, dann kriege ich auch gleich das Ergebnis angezeigt. Das Internet funktioniert wunderbar. Kann er sagen, Create. Dann gebe ich eigentlich nur einen Namen an für die Subscription. Wenn ich jetzt auf Create klicke, war es das erstmal. Mehr hat er gar nicht angelegt. Was eigentlich nur im Hintergrund passiert ist, kommt erstmal ein neues Fenster, ein neues Portal, ein neues Blade, sozusagen, was jetzt in meiner Subscription liegt. Ich breche das jetzt mal an der Stelle ab, weil wir haben schon einen dementsprechend angelegt. Dum, 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 dum. Habe ich gedacht. Moment, Resource Code, dann gehen wir doch mal darüber. Da haben wir sie Symlink. So, genau, da sieht man den bereits angelegten Container. So, jetzt sehe ich hier erstmal weiter nichts. Und was ich jetzt, das ist das Blade, wenn ich jetzt eben auf Create oder auf Erstellen geklickt hätte, wäre genau das Blade, was jetzt erschienen wäre. Da habe ich gar nicht so viel erstmal. Ich sehe dann so ein paar Sachen. Kann Getting Started zeigt mir im Prinzip nochmal an, von wegen, welche zwei Sachen ich so machen sollte. Da gibt es auch nochmal ein Video. Gehe dann nochmal auf Overview zurück. Lege eine Sync-Gruppe an. Wie ich eben schon gesagt habe, die brauchen wir auf jeden Fall, weil sich da die Server drin registrieren. So, und hier ist nämlich genau der interessante Punkt. Hier sagt er Select Storage Account. So, jetzt. Und hier habe ich keine Möglichkeit, einen zu erstellen, sondern das muss ich als vorbereitende Maßnahme machen. Ich muss den Storage-Account vorher erstellt haben. So, jetzt kann ich den auswählen. Sucht zeigt er mir auch alle an. Das ist interessant, jetzt gucke ich mal den. Wenn ich den hier auswähle,
zeigt er mir nämlich keinen File-Share an, weil das war auch das Nächste. Ich muss den File-Share auf jeden Fall auch anlegen, weil wenn ich jetzt einen Storage-Account anlege, der keinen File-Share hat, geht es auch hier nicht weiter, weil halt eben kein File-Share in dem Storage-Account gefunden wurde. Dann gehen wir mal auf den richtigen. So, und da habe ich auch den File-Share und damit habe ich erstmal meine Synchronisierungsgruppe erzeugt. Das dauert noch ein bisschen, ich kann es aber schon darauf zugreifen. So, jetzt könnte ich einen Cloud-Endpunkt oder einen Server-Endpunkt machen, aber jetzt geht es eigentlich weiter auf den Servern. Das heißt, ich gehe wieder hier auf meine Umgebung. So, da haben wir jetzt den ersten. Fangen wir ruhig mit dem ersten an. Im Regelfall ist es so, wenn ich den Agent installiert habe, dann kommt, poppt sofort das Set der Wizard hoch, von wegen, ich soll meinen Server registrieren. In dem Fall habe ich es gestern halt abgebrochen, habe mir Shortcut hingelegt, damit ich es heute in der Demo euch zeigen kann. Ich habe die Installation vom Agent jetzt mir gespart, weil da passiert nicht viel. Das eine Bild, was ich gezeigt habe, von wegen Module, also wenn das Install-Module, das Azure AM-Module nicht verfügbar ist, dann bemängelt er das. Ansonsten sagt er höchstens halt, dass Vesus-Updates aktiviert werden können und er gegebenenfalls bei der Installation prüft er, ob im Hintergrund ein neues Update vom Agent verfügbar ist. Wenn ja, zeigt er einem das an. Und er installiert es auch, er sagt also nicht, ich habe dann keine Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt diesen Agent-Version nehmen, sondern er aktualisiert auf jeden Fall auf die neueste Version, die verfügbar ist über das Internet und installiert dann dementsprechend die aktuellste Version. So, das war es im Prinzip. Jetzt habe ich den, so kommt das dann hoch, wenn die Installation von dem Wizard abgeschlossen ist oder von dem Setup-Datei, kommt das so hoch, Sign in, Register the Server. So, dann kommt interessant, jetzt kommt natürlich gleich die, genau, gucken, dass das passt soweit. Das passt schon mal nicht. Oh, das machen wir dann mal anders. Gut, ne, wenn man schon gleich die Passwörter sieht, ne? Ich hoffe, sie hat sie jeder notiert. Ach, im Video sind die auch, nein, verdammt Axt. Ich glaube, ich muss da gleich nochmal was anpassen. Ja, genau, da hackt schon einer los hier. Marcel, du bestimmt, ne? So, jetzt gucken wir mal mit den Passwörtern, das ist ja auch immer so eine Sache. Ich habe es mir gedacht. Hm, auch. Hm, nein, wir kriegen das hin. Alle guten Dinge sind drei. Verdammte Axt, das gibt's ja wohl nicht. Das könnte auch sein. Das könnte sogar wirklich passen. Ha, sehr gut. So. Das wäre schon die Generalprobe und schon viel geschlagen. Verdammte Axt, das gibt's doch nicht. So. So, dann die Subscription aussuchen. Die Ressource-Gruppe, die haben wir ja uns gemerkt. Die war jetzt auch nicht so schwer, weil ich die mit Simlink. Storage Sync Service, da sehe ich ihn schon. Das ist auch der einzigste. Wenn ich jetzt natürlich mehrere Azure File Sync sozusagen Funktionen in Azure angelegt hätte, hätte ich jetzt auch die Auswahl zwischen mehreren, gerade wenn ich mehrere File-Server habe, irgendwie unterschiedliche Gruppen bauen will oder wie auch immer. Ich kann es normal so alles in einem Blade. Ich wüsste nicht, warum man es machen sollte, aber wenn es irgendwie abteilungsübergreifend irgendwie sein soll oder Zugriffsrecht oder so, kann man natürlich auch mehrere anlegen. So, das Interessante ist, das ist immer noch ein Feature. Wenn man dann sich angemeldet hat und alles ausgewählt hat, darf man sich dann nochmal authentifizieren. Das heißt also, jetzt hoffe ich, ich kriege mein Passwort auch diesmal hin. Das ist, ich hatte gedacht, das bleibt nur in der Preview so, aber scheinbar, genau, bleibt es noch weiterhin so. So, das dauert einen Moment. Ich wollte euch das nur zeigen, weil es ist eigentlich recht einfach, ist kein Hexenwerk dabei, aber dass ihr es einfach mal gesehen habt. Ich könnte jetzt einen Jingle einspielen, ich spare mir den mal. Genau, jetzt gucken wir mal, dass ja, vielleicht sehen wir ihn schon. Da ist er schon, genau. Da ist der Server, er ist auch online. Jetzt gucken wir hier nochmal. Genau, da sehen wir auch schon, passt, wunderbar. Das sollte, habe ich wohl doppelt aufgerufen, genau. So, jetzt denkt man, und wie geht es jetzt weiter? Jetzt gehen wir wieder ins Portal. Jetzt gehen wir ins Portal. Jetzt haben wir eine Sync-Gruppe angelegt. Und jetzt legen wir diesen Server-Endpunkt an. Und der Server-Endpunkt ist im Prinzip der File-Share, den wir jetzt synchronisieren wollen. So, da sehe ich meinen registrierten Server. Und jetzt kann ich den Pfad eingeben.
So, jetzt müssten natürlich alle sagen, Wahnsinn, ich kann den Pfad selber eingeben und zwar ich kann selber bestimmen, welcher Pfad da drin ist. So, was würde jetzt als erstes euch einfallen, was ich mal synchronisieren wollen würde und was total Spaß macht, wenn zwei File-Server das eine Verzeichnis synchronisieren? Ich sehe schon manche grinsen, welches könnte es sein? Sehr gut, genau. Das haben sie am Anfang nicht bedacht, da gab es wirklich lustige Sachen und es geht sogar scheinbar immer noch, es wird dann aber zum Glück nicht gestartet. Aber das ist schon eine interessante Sache, oder? So C-Windows mal synchronisieren, mal gucken, was da so passiert, da kann man schon mal gucken. Vielleicht ist es ja schneller, um die File-Server in anderen Lokationen aufzustellen oder so, aber irgendwie brauche ich einen Agent, also komme ich nicht so richtig weiter, genau. So, dann gehen wir mal wieder ganz normal. Ich hatte eben gezeigt hier auf den, genau, ich zeige das nochmal kurz. Ich habe also hier, wie gesagt, auf die meine Zimling. Ich nehme die auch gleich mal hier raus. Ich habe jetzt hier einfach nur ein paar Dateien reingelegt, unter anderem die Präsentation hier oben. Und hier hatte ich ja gesagt, hier ist noch nichts drauf. Jetzt nehme ich mal das Verzeichnis, gebe das an. Hier unten könnte ich jetzt diese Funktion Cloud Tiering aktivieren, die ich am Anfang vorgestellt habe. Das heißt also, dass nur die Dateien, die sehr häufig benutzt werden, auf dem File-Server lokal vorgehalten werden, der Rest halt aus dem File-Share in Azure bereitgestellt wird. Wenn ich das auf Aktivieren klicke, dann kann ich hier angeben, wie viel freier Speicherplatz soll auf der lokalen Disk immer vorhanden sein. Das heißt also, er kümmert sich dann selber darum, wenn ich jetzt irgendeinen File-Server habe, der schon sehr nah an seiner Kapazitätsgrenze ist, dann kann ich halt sagen, es sollen mindestens 20% frei sein, dann kümmert er sich im Hintergrund darum, dass halt immer 20% des Datenträgers verfügbar und frei sind. Ich aktiviere das jetzt hier mal für die Funktion nicht. So, dann machen wir Create. Jetzt gehe ich mal zurück, gehe mal direkt in den Storage-Account rein. Zimling. So, da sehe ich schon mal einen Ordner. System shared. So, pending. Der Status never. So, und jetzt könnte es ein bisschen dauern, aber es ist nicht viel drin. Das heißt eigentlich, sollte es relativ schnell gehen. Genau, und da sind sie schon. Das heißt also, kein Hexenwerk. Alle Dateien, die ich lokal auf meinem File-Server habe, das sind natürlich jetzt in dem Fall nicht viel, ist ja auch nur für eine Demo, aber die sind jetzt sofort in meinem Storage-Account drin. Und da könnte ich jetzt auch Freigaben drauf erstellen, wie auch immer, würde ich nicht tun. Wie gesagt, ich würde das hier als einzelne Gruppe machen, um Synchronisierung zu machen, aber genau, ich könnte, habe die jetzt einfach alle drin. So, jetzt können wir das noch schnell auf dem zweiten Server machen. Wieder zweimal einloggen. So, dum-dum-dum-dum. Sehr guter Input, danke. Ich sollte nochmal meine Demo-Umgebung ein bisschen auf Vordermann bringen. Oder zumindest zwischen Deutsch und Englisch nochmal unterscheiden können. So. Genau. Die Ressourcengruppe wieder link. Wo haben wir sie? Da. So, dann nochmal das Spielchen. Ich hoffe, dass das in. Wir sind jetzt beim. Beim Agent 3.2.0. Ich hoffe mal, dass das in einem der nächsten dann gefixt ist. Aber letztendlich ist es ja auch nur ein einmaliger Vorgang. Also ich melde mich einmal, also zweimalig dann praktisch am File-Server an. Und danach ist ja auch der Agent eigentlich registriert und damit ist ja auch der Vorgang eigentlich soweit abgeschlossen. Weil die restlichen Konfigurationen würde ich dann wieder im Portal vornehmen, also weitere Verzeichnisse zum Synken angeben, wie auch immer. Genau, das würde ich dann alles ja über das Portal machen. Genau, das war's. Damit sehen wir den jetzt auch wieder im Portal. Jetzt gehen wir mal in der richtigen Blade hier zurück. Genau, da habe ich jetzt die einmal das. Jetzt gucke ich nochmal. Pending. Ah, okay. Jetzt kann ich noch einen zweiten hinzufügen. So, jetzt ist natürlich eine interessante Frage. Was passiert denn, wenn ich jetzt auf dem anderen File-Server auch ein Verzeichnis angebe, was ich schon habe, was den gleichen Verzeichnispfad hat, wie auf dem ersten, den ich schon registriert habe, und da liegen andere Dateien drin. Was meint ihr, was würde passieren? Genau. Hä? Wie bitte? Nein, er fasst sie, aber das wäre natürlich auch eine Funktion.
Da könnte ich auch natürlich für etwas Verwirrung stiften, wenn auf einmal bestimmte Dateien nicht mehr da sind. Nein, er fasst sie zusammen. Das heißt also, er guckt dann wirklich in beiden Verzeichnissen und synchronisiert sie über das Zielverzeichnis, also über den Azure File Share, synchronisiert er beide und fasst sie dann halt in einem zusammen. Na, da macht er meistens noch einen Unterstrich 1 dahinter. Genau. Man kann es gibt eine Möglichkeit, da noch Meldungen zu generieren. Letztendlich macht er eigentlich einen Unterstrich 1 hinter, also er fängt nicht an, irgendwelche zu überschreiben oder so. Aber ja, in der Preview war das noch ein bisschen anders. Genau. So, da sehe ich, wird jetzt erstellt und im Prinzip, wenn ich jetzt auf meinen zweiten gehe, und vor allem die Geschwindigkeit, muss man ja sagen, die ist schon atemberaubend. Jetzt habe ich natürlich eine gute Leitung hier zu dem Server, das muss man natürlich auch sagen, also er geht nicht gerade übers WLAN von der Zimling, es läuft auch nicht auf meinem Surface hier. Ich glaube, das würde gerade ächzen, wenn ich hier zwei Windows-Server laufen hätte, aber genau. Es geht also rasend schnell und schon habe ich meine Dateien synchronisiert. Das war im Prinzip alles, die Einrichtung. Wie gesagt, es geht so ein bisschen, beim Cloud-Tiering muss man ein bisschen aufpassen. Und dann würde ich jetzt mal weitergehen. Auch, ja, klar. Ja, klar. Nein, es ist nicht DFSR, es ist kompatibel mit DFSR, aber es ist eine Neuentwicklung im Prinzip. Es wurden Anteile daraus entnommen, aber es ist kein DFSR. Ich könnte aber eine Migration machen, zum Beispiel von DFSR zu Azure File Sync. Das würde gehen, genau. Nee, zurzeit gibt es also nicht Ablöse, sind also jedenfalls nicht mir bekannt, sagen wir es mal so, es sind keine Ablöseszenarien bekannt oder so. Es gibt halt Migrationsleitfaden, wie ich halt von DFSR zu diesem Azure Files hinkomme, da gibt es Migrationsleitfaden zu. Es gibt aber derzeit noch keine, wie gesagt, wie auch immer gearteten Ablöseszenarien oder Ankündigungen, wie auch immer, genau. Komme ich noch zu. Aber ja, ist drin. Store Simple ist im Prinzip, könnte man auch sagen, eine Idee gewesen oder der Vorgänger sozusagen, das war aber ja hardwarebasiert, da gab es auch viele Einschränkungen zu, aber im Prinzip war das so ein bisschen die Idee dahinter, den ganzen Dienst auf eine Softwarebasis zu heben. Genau, aber Store Simple könnte man sagen, ist sozusagen der Vorgänger, könnte man meinen, genau. Das erkennt er, gibt dann meistens eine Meldung raus, da ist noch nicht so ganz sauber, wie man das jetzt dokumentiert, also dann sieht, letztendlich sieht, kann man es im Log ein bisschen nachvollziehen und wie meistens wird, wenn es wirklich Dateien sind, die doppelt bearbeitet werden, irgendwie, ich sag mal, Word-Dateien oder wie auch immer, dann gewähren normalerweise, sollte eine 1 hintergangen werden. Da bin ich noch am Testen beim Kunden gerade, wie sauber es funktioniert, genau. Nee, blockbasiert. Ist eigentlich so meine Info, deswegen kommen die Verzeichnisrechte und Ähnliches kommen halt darüber mit, genau. Also es soll so genau laufen. Genau so. Ja? Wie bitte? Also ist es mir nicht bekannt. Ich weiß, dass einige Sachen auf der Agenda stehen. Der Dienst ist ja jetzt allgemein verfügbar gegangen, erst im Juli zur Inspire, genau in der Woche im Prinzip. Mir ist es nicht bekannt, dass es das gibt derzeit. Ich weiß aber, dass es auf jeden Fall einiges auf der Agenda noch gibt, was noch kommen soll. Aber das speziell habe ich noch nicht gesehen. Ach Mist, jetzt habe ich schon vorgegriffen. Ja, jetzt brauche ich gar nicht mehr fragen. Was ist denn so jetzt? Also jetzt haben wir ja gesehen, wir können File-Server synchronisieren. Es gibt ja auch Unternehmen, die haben einen großen File-Server und vielleicht nur einen Standort, aber sie möchten ein Backup machen. Ich muss ja nicht zwei File-Server haben, sondern ich kann ja auch sagen, ich synke meinen File-Server mit dem Azure, mit dem Storage-Account und mache einfach nur diese Beziehung zueinander. Ich muss ja keinen zweiten im Hintergrund angeben, ich könnte ja einfach nur einen Sync machen zwischen meinem lokalen Server und dem Azure File-Share. Und das würde mir dieses natürlich enorm vereinfachen. Ihr habt jetzt gesehen, wie im Prinzip der Agent relativ schnell alle Dateien und Verzeichnisse synchronisiert.
die Verzeichnisrechte mitnimmt. Wenn ich jetzt noch dran denke, wenn ich da sowas einrichte und mache ein Backup immer noch lokal von meiner Maschine, dann habe ich irgendwie jetzt doppelten Traffic auf der Leitung. Wenn ich jetzt mal sage, ich mache Azure Backup oder ich nutze es irgendwie in eine zweite Lokation oder wie auch immer. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich den Azure File Share direkt oben in der Cloud sichere. Weil dann brauche ich ja kein lokales Backup mehr und habe meinen File Share zentral an einem Ort gesichert. Genau, und das kann ich, geht im Prinzip mit dem Azure Backup, könnte ich das jetzt verbinden. Ich kann also meine Backups von On-Prem in die Cloud verlagern. Ich könnte halt auch, wie gesagt, darüber nachdenken, dass ich nur einen Server synchronisiere mit dem Azure File Share und da einfach nur diese Beziehung herziehe und das zum Beispiel auch nur nutze, um das Azure Backup zu machen. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Darüber hinaus könnte ich natürlich auch mal ein Migrationsszenario nachdenken. Wenn ich jetzt irgendwie mein Office, mein Unternehmen umziehe zu irgendeiner anderen Lokation und denke mir, wie nehme ich den File-Server mit? Jetzt könnte ich natürlich überlegen, ich packe den ein, packe den woanders wieder aus. Vielleicht gibt es aber schon Sachen, die da sein müssen. Aber bevor der File-Server in A komplett abgebaut wird, zum Beispiel in Hamburg, dann könnte ich über Azure File Sync auch eine Migration vornehmen. Und später, wenn ich weiß, alles klar, es ist alles drüben, beziehungsweise wir brauchen den Standort nicht mehr, dann deregistriere ich den Server im Azure File Sync, löse ihn ab und dann habe ich ihn drüben und alle meine Daten sind auf dem neuen Server in meiner neuen Lokation. Genau, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und natürlich durch diesen Agent und durch diese Verknüpfung mit Azure File Share, durch die Synchronisierung, habe ich natürlich auch den Vorteil, dass wenn mir ein File-Server abraucht, defekt, kaputt geht, was auch immer, dass ich einfach nur einen neuen Server installieren muss. Ich mache einen neuen Agent drauf, gebe wieder das Verzeichnis an und sofort werden die Dateien synchronisiert. Sie werden in der Cloud gelöscht. Das Backup wäre aber natürlich für nachvollziehen, das wird ja die länger aufbewahren. Jetzt natürlich, wenn ich wenn ich irgendwo eine Datei lösche, dann wird sie natürlich über die Synchronisation auch woanders gelöscht. Aber das Backup wird die Datei natürlich so lange vorhalten, wie ich das möchte. Das zeige ich gleich nochmal kurz. Genau. 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 Das zeige ich auch gleich nochmal kurz. Genau. Wichtig ist, es ist, wenn wir Cloud Tiering aktiviert, da würde ich ja gerne nochmal weiter darauf eingehen, auf jeden Fall denken, solltet ihr kein VSS nutzen. Das geht, aber es ist nicht wirklich sinnvoll, weil es gibt da so ein paar Seiteneffekte, weil das Problem ist ja, dass der Server im Prinzip unten auf der Datei einen Link hat zu der Originalquelle. VSS kann es derzeit aber noch nicht so richtig einsehen. Man sieht zwar einen Flag, dass die Datei nur online verfügbar ist, das Flag wird auch gesetzt, aber das sieht man dann oben nicht. Also da kann man nicht direkt zuordnen, deswegen ist VSS da noch ein bisschen tricky, was halt mit Cloud-Tiering und mit Cloud-Tiering ist. Genau, wenn man die Funktion nutzt. Genau, Demo, das sollte eigentlich anders, aber genau, kommen wir mal zur Demo. Genau, das will ich nur kurz zeigen noch. Und zwar, gucken wir hier mal drauf. Das Portal ist natürlich wieder, genau, so. Muss ich mal schauen. Ich glaube, ich habe es oben im Overview, habe ich es schon gesehen. Ach genau, nee, ich gehe im Storage-Account. Den hätte ich natürlich jetzt auch da drüben aufrufen können. Genau, Zimling. Na, schade, irgendwo war auf jeden Fall die Ankündigung im Prinzip, dass genau, da stand oben so ein kleines Fenster von wegen Azure Backup ist hier auch verfügbar. Okay, dann gehen wir anders rein. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, dass ich den Azure Backup finde. Na, Moment, das ist halt, wenn man in zu viele Subscription unterwegs ist. So, da haben wir es genau. Na, wo habe ich es denn? Overview. Achso, Mann, dann tust du natürlich auch noch in den richtigen Blade, in das richtige Blade gehen. Genau. So, jetzt habe ich ja diese Blades hier, jetzt kann ich ein Backup einrichten. Und hier sehe ich dann, genau, das ist ja noch im Preview, ist schon lange im Preview. Ich mag nicht zu sagen, wann es also wirklich GA geht, aber es funktioniert auf jeden Fall einwandfrei. Ich habe keine Probleme oder Ähnliches entdeckt und es ist ja mittlerweile sind ja eine Vielzahl von Services in Azure auch häufig in Preview-Phase. Genau, wenn dann sehe ich dann schon direkt, er zeigt mir die Storage-Accounts an, er sucht jetzt in meiner Subscription, in meinen Tenant nach den vorhandenen Storage-Accounts.
Es kann ein wenig dauern. Dann kommt manchmal, er hat keinen. So, da sehen wir schon den Zimling. Jetzt schaut er, ob der entsprechend präpariert ist fürs Azure Backup, aber im Prinzip ist das nur eine Validierung intern funktioniert. Er macht jetzt keinen, also man muss keine vorbereitenden Maßnahmen dafür treffen. Man muss den Storage Account nicht irgendwie vorbereiten dafür oder ähnliches halt, sondern man kann jetzt wirklich ins Azure Backup, in den Vault gehen sozusagen und den Storage Account direkt angeben. Jetzt schaut er, was für File Shares im Storage Account drin sind und wenn alles funktioniert, sollten wir jetzt gleich Zimling sehen. Jemand fragen? Gerade perfekter Zeitpunkt. Ja? Nein. Nein. Genau, ja. Genau. Nee, also wie gesagt, ich habe nur die Backup, die Möglichkeit, hier das Backup jetzt einzustellen oder dann lokal den File-Server weiterhin normal in mein Backup zu sichern. Es gibt aber keine Papierkorb-Funktionalität oder ähnliches halt im Storage-Account. Nein. Genau, da sehe ich das Verzeichnis. Wenn ich jetzt natürlich mehrere hätte, könnte ich die mehrere angeben. So, und jetzt gebe ich im Prinzip nur noch an, von wegen, genau, ich gebe eine Backup-Policy, dann nehme ich jetzt mal AFS-Policy. Und jetzt könnte ich halt angeben, wann soll das Backup laufen und wie lange soll die Aufbewahrung funktionieren und das wär's. Und mein File-Server wäre jetzt einerseits migriert nach Azure Files und ich hätte halt schon ein Backup auch direkt eingerichtet. Ja? Genau, beim Storage, beim Backup ist es so, dass nur die Storage-Kosten und der Download nicht. Es ist aber der Storage-Kosten, die kommen auf jeden Fall beim Azure Backup. Beim Azure Backup weiß ich nicht mal genau, welche Kosten für den Files, für den File-Sicherung kommen. Ich bin mir nicht sicher, weil normalerweise wird Azure Backup pro Server lizenziert. In dem Fall ist es ja kein Server, deswegen könnte ich jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob er trotzdem die pro Server-Lizenzierung nehmen. Das ist eine gute Frage, das müsste ich im Hintergrund nochmal nachchecken. Ja, nee, sowas ist da nicht leider nicht sauber drin. Also es ist halt drin von wegen Azure Backup und dann sehe ich halt von welche, das ist eine Server-Lizenz. Ich glaube, also wenn ich pro Server wird das lizenziert und dann nochmal pro Storage. Der Server kostet irgendwie, ich glaube, 8 € oder so. Da hängt so ein bisschen von der Kapazität ab. Da gibt es so Grenzen von, ich glaube, 50 Gigabyte, dann ab bis 500 Gigabyte und dann geht es in 500 Gigabyte Schritten immer weiter und so. Ich glaube, 8 € ist der erste bis und dann ab 500 Gigabyte aufwärts sind es jeweils 8 € mehr dann. Genau, aber das wird halt pro Server dann sozusagen gemacht, aber beim Azure Files wüsste ich nicht hundertprozentig, wie da die Kosten jetzt für den Azure Backup-Funktion sind. Für den Azure Files Sync, da komme ich gleich noch zu. Genau, dazu Fragen, ich klicke jetzt mal nicht okay, weil ich brauche für meine Demo jetzt gerade nicht das Backup, aber genau, wenn jetzt würde ich einfach okay klicken, dann würden halt in meinem Backup Vault die entsprechenden Dateien angelegt. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich die letzten Punkte nochmal durchkriege. Es ist gar nicht mehr viel. Genau, das haben wir gesehen. Das ist im Prinzip nur nochmal im Prinzip, wie man das konfigurieren kann. Im Prinzip, dass ich halt eben auch natürlich, wenn ich in Azure VMs hätte, die FileSync nutzen, kann ich die natürlich auch darüber backuppen, aber das ist natürlich doppelt gemoppelt. Da muss ich eh schauen, dass ich halt die Files gegebenenfalls nicht mitsichere. Genau. Troubleshooting. Ich gebe nur so zwei Sachen dazu an. Es macht keinen Sinn, wenn jetzt irgendwas nicht funktioniert, den Server zu deregistrieren und dann wieder neu zu registrieren und dann das gleiche Datei wieder angeben. Wenn irgendwas nicht funktioniert, wird das natürlich dementsprechend gesynkt. Wenn jetzt irgendwas fehlgeschlagen ist oder so und ich nehme den raus und nehme den wieder rein, dann kann es sein, dass das Sync dann mir noch mehr kaputt macht. Deswegen sollte ich dann eher schauen, dass ich es über PowerShell repariere. Es gibt einige PowerShell-Funktionalitäten. Hier sind wir bei den Bandbreiten. Im Prinzip habe ich, wenn ich den Agent installiert habe auf dem Server, ein Module, den Storage Sync Management Server Commandlet, noch länger ging es halt nicht. Genau, und darüber könnte ich jetzt sagen, ganz einfach mit dieser Regel hier, New Storage Sync Network Limit, dann kann ich die Tage angeben. Ich habe jetzt mal nur gekürzt, damit es hier auf die Slide passt, von wegen welche Tage und von 9 bis 17 Uhr zum Beispiel in der Office Work Hour soll nicht mehr als 10 Mbit von meiner Bandbreite genutzt werden. Dann nutzt der auch nicht mehr. Kann ich natürlich auf 5 limitieren. Ich kann auch andere Tage angeben. Ich kann auch mehrere Regeln angeben. Aber damit könnte ich die Bandbreite jetzt beschränken. Gerade, dass ich meinen Initial-Sync nicht hätte oder was auch immer, dass ich den natürlich nicht über den Tag laufen lasse, gerade wenn es halt mehrere große Dateien sind, damit die halt nicht irgendwie mein normales Management oder meine Office-Workzeiten irgendwie beeinflussen oder beeinträchtigen.
Ja, dann kommen wir noch kurz zum Abschluss. Schnell einrichten, stabile Synchronisierung. Habt ihr gesehen, wirklich auch synchronisierungsmäßig. Wir haben es bei mehreren Kunden. Ich habe es persönlich noch bei einem, den ich ganz gerne immer so für Testszenarien nutze. Das ist auch einwandfrei. Bisher haben wir keine Probleme. Jedenfalls habe ich noch keinen Anruf gekriegt, dass irgendwelche Dateien weg sind. Da bin ich auf jeden Fall ganz zufrieden. Danke. DFSR und SOFS werden unterstützt. Wie gesagt, es gibt Migrationsanleitungen oder Migrationstools bzw. Migrationsszenarien, damit ich halt von DFSR zum Beispiel nach Azure FileSync gehe. Wie gesagt, ich finde es halt auch super für gerade Backup-Verlagerung, damit ich halt meine Sachen nach Azure Backup zum Beispiel verlagern kann, weil dann habe ich meine ganzen Storage in Azure Backup, brauche mich überhaupt nicht mehr um große Backup-Szenarien kümmern, wie auch immer, sondern ich habe gerade diese Sachen alle weg. Das derzeitige Verzeichnislimit finde ich sehr schade, immer noch 5 Terabyte, wird aber behoben, jetzt in Q4 geplant auf 100 Terabyte. Das war eigentlich schon zu GA geplant, ich bin mir nicht sicher, wo genau die Probleme sind, aber es ist halt natürlich, hängt an dem Storage-Account. Und der Storage-Account war am Anfang halt nicht dafür ausgelegt, mehr als 5 Terabyte zu speichern. Da ist eigentlich die Grenze eher noch in Azure, aber die wird behoben. Wie gesagt, geplant ist Q4. Die Sync-Frequenz ist nicht anpassbar. Ich weiß nicht, ob das eher schlimm ist, es synkt halt sofort. Ich meine, das sollte auch das Ziel sein, aber es gibt ja immer andere Szenarien oder vielleicht Anforderungen. Es gibt auf jeden Fall die Planung, dass man auch das später anpassen kann. Es gibt keinen Support für Verzeichnisrechte in Azure Files, heißt einfach nur, ich kann jetzt nicht diesen File-Share, den ich oben habe, nochmal direkt auf meinen Windows-Server loggen oder auf irgendeine Client-Maschine und habe dann die Zugriffsrechte da. Weil ich dann greife ich ja direkt auf den File-Share zu, die sind zwar da, aber die wirken dann halt nicht. Das ist halt nur der Input, das soll aber auch kommen. Und ich glaube, es nutzt keiner derzeit die Preview, sollte einer eine Preview haben. Es ist ganz wichtig, dass der Agent aktualisiert werden muss, weil alle Agents, die bis zur Preview rausfahren, laufen am 4.9. ab und stellen dann die Synchronisierung ein. Das ist aber nur ein Hinweis, wenn jemand irgendwie die Preview-Feature genutzt hat. Genau. Ja, ich finde es halt super zur Synchronisierung von File-Servern. Ich kann Zweigstellen direkt anbinden und ich habe vor allen Dingen halt eine direkte Anbindung aller meiner File-Server, wenn ich das möchte. Ich kann ausgefallenes File-Server schnell und einfach ersetzen, Agent drauf, gucken, dass es die richtige Windows-Server-Version ist, bei 2012 R2 noch was nachinstallieren und schon war's. Und ich kann natürlich dieses Tiering, dieses Cloud-Tiering aktivieren, kann die mir dadurch auch nochmal enorm Speicherplatz auf den einzelnen File-Servern einsparen. Ich habe hier noch ein paar Quellen und Links, die habe ich nochmal angehängt. Wie gesagt, die Slides gibt es auf jeden Fall. Mir fällt gerade noch ein, ich glaube, ich habe es hier nicht drin stehen, genau, die Kosten pro Agent, pro Azure FileSync sind $5 für den zweiten. Der erste ist frei und ab dem zweiten Server fallen nur $5 für die Nutzung des Dienstes an. Plus natürlich Storage sowieso, ja. Nee, das natürlich ist nicht abgegolten, das wird normal bezahlt, wie es halt immer ist. Also wie es halt standardmäßig ist, Incoming ist frei nach wie vor. Das bleibt auch da frei, aber Outgoing würde halt dazukommen, genau. Mhm. Genau, richtig. Genau. So, ich hoffe, wir sind in der Zeit, passt so wunderbar. Genau, dann... vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe noch einen Hinweis, genau, Fragen gerne gleich noch im Anschluss. Und nochmal vielen Dank natürlich an die Sponsoren, die uns das hier ermöglichen. So, dann vielen Dank.